Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von Fitnessbox. Heute gibt es endlich mal ein neues Video zu einem Fitbit-Produkt, nämlich dem neuen Fitbit Ioniq. Das ist ja der erste Fitness-Tracker bzw. die erste Fitbit-Smartwatch, die tatsächlich auch bis zu 50 Meter wasserabweisend ist. Das heißt, man kann mit dieser Sportuhr auch endlich mal schwimmen gehen. Ich hatte ja vorher schon mal den Fitbit Alta HR getestet. Da hat mich gestört, kein richtiges Sportmenü und nicht wasserdicht bzw. nicht wasserabweisend. Ich bin gespannt, wie sich der Fitbit Ioniq bei mir im Test schlagen wird. Ich bin ja ziemlich kritisch, was die Fitbit-Produkte angeht. Jetzt wird hier aber sehr viel von Fitbit versprochen, was ich mir sehr gerne mal in den nächsten Wochen anschaue. Und in diesem ersten Video möchte ich den Fitbit Ioniq erst einmal auspacken und natürlich mit dem Smartphone einrichten. Hier haben wir einmal den Verpackungskarton vom Fitbit Ioniq. Es gibt ja drei Farbvarianten. Einmal so eine blaugraue Version, einmal eine kupferfarbene Version und das hier ist jetzt die dunkelgraue Version. Preislich liegt der Fitbit Ioniq bei ungefähr 350 Euro, was ich schon ziemlich viel finde für eine Smartwatch. Der Fitbit Ioniq bewegt sich damit schon im Bereich der Apple Watch und natürlich auch der sehr modernen Garmin-Sportuhren. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie sich der Fitbit Ioniq bei mir im Test schlagen wird. Ich habe mir die Variante mit dem L-Armband ausgewählt. Das L-Armband bedeutet im Grunde, dass es für einen Handgelenkumfang von 170 bis 206 mm ist und die S-Variante ist von 140 bis 170 mm. Die Armbänder lassen sich aber auch schnell und einfach wechseln. Hier auf der Rückseite haben wir einmal schon so ein Bild, wo das Ganze dargestellt wird. Und es gibt jetzt auch ganz neue Kopfhörer von Fitbit, die sehr gut mit dieser Uhr funktionieren sollen, die ja auch Musik direkt abspielen kann und speichern kann. Ich werde das natürlich alles ausprobieren und freue mich sehr auf den Test von meinem zweiten Fitbit-Produkt. Ich öffne einfach mal den Verpackungskarton. Hier ist so eine kleine Reißlasche. Dann kann man das Ganze, so wie es aussieht, aufziehen. Auf jeden Fall ein sehr schicker Verpackungskarton, so viel kann ich schon mal sagen. Ach, kann man hier so öffnen. Hier ist dieses Fitbit-Logo, Fitbit-Design. So, einmal geöffnet, haben wir hier den Fitbit Ioniq. Damit fange ich auch am besten direkt mal an. Hier haben wir einmal den Fitbit Ioniq mit in diesem grauen Design, in diesem dunkelgrauen Design. Eigentlich ein ganz schickes Modell. Hier das Gehäuse hat ja an der dicksten Seite 29 mm und hier haben wir 21 mm. Also ich kann mir vorstellen, dass der Fitbit gerade durch dieses eckige Design am Handgelenk schon etwas klobiger wirkt. Aber wir schauen jetzt erstmal, was sich noch alles im Verpackungskarton befindet. Hier auf der Unterseite haben wir auch eine optische Herzfrequenzmessung, die den Puls direkt am Handgelenk messen soll. Ansonsten macht das Armband aber schon einen ziemlich guten Eindruck. Hier haben wir einen richtigen Verschluss und hier wird das Ganze nochmal so im Armband eingerastet oder eingehakt. Wirkt auf jeden Fall sehr hochwertig und sehr schick. Aber ich schaue erstmal, was noch im Verpackungskarton enthalten ist. Haben wir hier so ein Booklet, das hole ich auch einmal raus. Da wird das ganze Papierkram drin sein. Dürfte für die meisten eher uninteressant sein. Der Vollständigkeit halber hole ich das hier aber einmal raus. Safety Instructions und so eine Kurzanleitung, wie man damit starten kann, mit schicken Bildern. Ja. Dann geht es hier weiter. Da sieht man schon, hier wird noch ein Armband wahrscheinlich drin sein und ein Ladekabel. Tatsächlich ist hier noch ein zweites Armband mit dabei. Ich hatte ja die L-Variante genommen, aber hier scheint tatsächlich auch noch ein kürzeres Armband mit dabei zu sein. Also wir haben einmal das lange Armband, das schon angebracht ist, und noch ein kurzes Armband. Und hier in der Tüte wird das Ladekabel sein. Auch das öffne ich natürlich. Haben wir hier das Ladekabel tatsächlich. Und jetzt schaue ich einmal, ob da noch was drin ist. Aber ich vermute mal, dass es das war. Okay, da hier kann man auch nichts weiter rausnehmen. Ist auch fest, das Unterteil. Das heißt, das ist jetzt der komplette Lieferumfang vom Fitbit Ioniq. Ladekabel, ein bisschen Papierkram. Hier ein Wechselarmband, das etwas kürzer ist, also ein S-Armband.
und hier der Fitbit Ioniq mit einem schon angebrachten Armband. Schon ist der Fitbit Ioniq eingerichtet. Das Ganze hat tatsächlich eine Stunde ungefähr gedauert, weil noch Updates auf dem Ioniq installiert werden mussten. Habe ich auch noch nicht erlebt, dass noch ein Haufen Updates installiert werden müssen. Doch jetzt habe ich es endlich geschafft. Der Fitbit Ioniq ist eingerichtet und jetzt gibt es eigentlich nur noch eins zu tun. Fitbit Ioniq ist startklar und am Handgelenk und natürlich an euch jetzt wieder die Aufforderung. Wenn ihr irgendwelche Fragen zum Ioniq habt, schreibt es gerne unter das Video in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder auch ein Abo vom Kanal freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!